Einen wunderschönen guten Tag und herzliche Grüße hier aus Winterberg. Ich stehe hier gerade, wie man unschwer erkennen kann, vor der Bobbahn, die heute zu einer Wokbahn wird. Ich bin wirklich sehr gespannt. Noch sieht man hier nichts, denn heute ist das Qualifying und ich mache mich gleich mal auf die Suche nach dem Froster Wok. Da ist der Knossi dabei, Montana Black, Trimax und Sascha unsympathisch. Und in der Zeit, wo ich jetzt mal runtergehe und die suche, könnt ihr euch ja mal angucken, was heute schon alles passiert ist. Viel Spaß! Und zwar, ihr lauft alle vier, ich mache jetzt mal den vierten Mann gleich, lauft ihr auf einer Empore, die ist ungefähr 30 cm höher als die Matte, 8 Meter lang, könnt ihr 8 Meter Anlauf nehmen, nebeneinander, lauft ihr los. Wichtig ist, das müsst ihr halt alle zusammenbleiben, springt ab, hier drauf und rutscht dann mit dem Ding auf einer ebenen Fläche 25 Meter weit. Wichtig ist, dass ihr halt nicht mega hoch springt, sondern dass ihr flach reinspringt, dass ihr möglichst viel Energie nach vorne bringt. Ich glaube nicht so wie Tipps gehen. Du holst dir doch auch Tipps, Alter. Das ist immer das Gleiche. Ja, was soll das? Hier ist Team Froster, nicht Team Schokomel, Alter. Ey. Schokomel beiseite mal. Bei uns ist gesund. Ja. Ja. Und Gemüse. 3, 2, 1, go. Wir wollen natürlich gewinnen. Natürlich. Und wir wollen da runterschlittern mit 150. Das Ding ist auch, du willst ja nicht der sein, der am langsamsten ist, da drauf gesprungen ist. Willst ja nicht sein, oder? Du willst ja schon Präsenz zeigen bei der ersten Aufgabe. Wichtig ist aber, hört mir zu, ich werde das werd ich Thymian auch noch erzählen. 3, 2, 1, go. Was heißt go? Go ist, wir gehen. Aber ey, das kommt heute Abend im Fernsehen, das guckt deine Mutter an. Ja. Heute Abend, wenn wir nicht genau wissen, go, go. Pass mal auf, aber auf einmal sagt der 3, 2, 1, du rennst bei 1. Ja, dann bist du doof, go, wenn er versagt. Hast du in der Live-Show den Salat? Ja, aber go, bei go ist go. 3, 2, 1, go. Was bringt es jetzt zu ihm? Trimax ist sich da, Digga. Wir haben keinen vierten Mann, verstehst also du? Also den Team-Vibe hier bei uns, den kannst du komplett in die Tonne treten. Mögt ihr da rumlaufen? Dann machen wir die Einführung für Wokfahren. Wer fehlt bei euch noch? Der Max, der Trimax. Groß. Groß und breit, der größte und der schwerste. Der größte und der schwerste. Geht ganz vorne. Aber geht, ich heb dich so fest, ja? Geil. Guck uns an. Oh fuck, das ist schön, eine Einheit. Merke ich ja erst jetzt. Also Marcel, wir sind die Verbindung im Zug. Richtig. Oh. Jetzt in die Kurve rein. Ja. Ja. Okay, dann können wir auf die Bahn. Ich bin ready. Ja, lass fahren jetzt. Jalla. Hey Jungs, wir fahren mit der Boxschüssel die Bahn runter. So. Ja? So ist doch auch einer, ja? Schön tief drin sitzen, Flammen. Ja! Froster ist für alle da. Wir warten jetzt, bis die Jungs kommen. So sieht das hier aus. Froster Woxengasse. Ich setze mich mal hin, mal gucken, wie bequem es ist. Könnt auch hier bleiben, ne? Mir wurde gesagt, Trimax sitzt ganz vorne, der wird den Wok lenken. Muss ich schon ein bisschen schmunzeln, aber wer ihn kennt, weiß, der Junge ist furchtlos. Den wird nichts aus der Ruhe bringen, aber ich hoffe, er wird gut lenken. Ich bin gespannt. Jungs, wie ist die Stimmung? Richtig geil. Guter Team-Vibe, geiler. Richtig geil. Warte mal, wie ist die Stimmung? Gut, gut. Max ist vorne und wird das Ding lenken. Ja. Was habt ihr euch dabei gedacht? Bis jetzt haben wir es noch nicht mal geübt zusammen. Ja, weil Max auspennen wollte, 17 Uhr ist gekommen, nachdem wir hier schon 8 Stunden gestanden haben. Guter Team Spirit am Start hier. Was war gestern Abend los? Die waren 3 Stunden im Hotel, haben Spa gemacht, habe ich die ganze Zeit geübt mit 2 Stuntmen, 2 Experten. Die haben komplett Privatunterricht bekommen. Das ist komplett gelogen. Max ist heute um 17 Uhr aufgekreuzt. Um 10 Uhr standen wir hier. Während wir zu dritt das erste Mal runtergeheizt sind, war der noch irgendwo auf der Autobahn am Fortnite-Spielen auf dem Handy. Ey. Es ist so schön, aber auch, dass du dabei bist. Das gibt so, ey, das gibt so ein Gefühl von Heimat, sag ehrlich. Sieht richtig gut aus. Es ist unglaublich, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ja, dass du da bist. Habt ihr Angst, jetzt mal ehrlich? Ich hab's ja gerade gesehen. Es sieht wirklich steil aus. Ich war noch nicht drin. Nee, überhaupt nicht. Seven vs. Wild kann gar nichts mehr passieren. Überhaupt nicht. Also, es war hart sein, wenn der Dschungel war. Jetzt, wenn wir es morgen noch mal einmal zu fit gemacht haben, glaube ich, geht's. Wir haben einmal dieses Ding gehabt und gedacht, so, man kann umkippen und so. Sascha sah wirklich schlecht aus. Wir sind unten angekommen und Sascha, ich habe gesehen, die aufgerissenen Augen, der konnte gar nicht, der hat das bis jetzt noch nicht. Ich war bleich, ich habe in den Spiegel geschaut, ich war... Aber Marcel während der Fahrt, Ich habe so wie in der Achterbahn vor Freude geschrien. Ja? Ja, schon, ja. Ja, das stimmt. Hat er echt, kann ich bezeugen, aber ich weiß nicht. Bei Max kann ich mir auch vorstellen, hast ihn wieder gar nicht geguckt. Was denn, was denn? Augen zu, du bist eingeschlafen. Nein, nein, nein. Komplett beurteilen, wir sind ja nicht mit ihm gefahren, weil er noch, ne?
Sie hätten noch trainieren können, sind aber ins Hotel gefahren. Ich musste mir dann 10 Uhr morgens da waren und gestern angereist sind. Die Stimmung ist super beim Frosterbock. Das wird wirklich gut. Jungs, viel Erfolg. Wir sehen uns später, ja? Hals und Beinbruch. Eben noch in der Boxengasse gewesen. Jetzt befinden wir uns hier gerade Backstage. Das Qualifying ist in vollen Zügen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Jungs sich schlagen werden. Nicht runterfallen. Jo! Team Froster, wie war es Qualifying? Warte mal ganz kurz, ein Bein war gerade auf dem Boden. Das ging noch? Bein ist in Ordnung. Max ist so weit nach links gesprungen, ich war eigentlich gar nicht mehr drauf. Das Einzige, was wirklich auf der Matte gelandet ist, ist meine Schulter. Die Hand einfach auf dem Bock gelandet und ich musste mich dann irgendwie wieder hochkämpfen. Aber du warst da. Hast du uns gebremst? Nein, nein, ich habe angeschubst. Ich sag dir, das war überraschend gut dafür, dass wir es nie zusammen geprobt haben. Und in der Theorie kurze Strategie mit dem rechten Arm. Wir haben uns überlegt, mit dem rechten Arm, wir rennen alle in die Richtung. Wir beide geben das Tempo vor, die anderen beiden außen passen sich an. Es lief so. Welche Energie hier gerade ist bei euch auf jeden Fall. Wir gewinnen wahrscheinlich. Aber warte mal, es fehlt doch jemand. Der ist drin, dem ist kalt. Achso. Lukas, wo ist euer vierter Mann? Ist drin. Der hat sich aber auch gefreut. Der hat sich gefreut. Der hat sich sehr gefreut. Hast du nicht unseren Freudentanz gesehen auf dem Eis? Nochmal. Könnt ihr nochmal machen? Einmal nochmal. Wie habt ihr euch gerade gefreut? Den Freudentanz? Das mein Freudentanz ging so. Und auf dem Rücken. Nein, aber davor waren wir noch alle so. Und dann? Abflug. Und dann? Da hab ich mich schon rausgezogen. Und dann welchen Platz seid ihr jetzt? Wissen wir nicht. Wir warten auf die Zeiten, bis Elton, bis sie durch sind. Guck, welcher Platz wir sind. Aber dann hat uns das Interview gezogen. München guckt, komm, geht weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Gut, guckt. Werden wir gleich erfahren, welchen Platz ihr seid. Sehr gute Zeit. Top 3, ihr wart ja der Dritte. Seid ihr auf Platz 1 gewesen direkt? Ja, super. Aber Team USA ist ja gerade, glaube ich, gesprungen oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat hier jemand noch ziemlich zerrissen nach uns. Ja, USA war gut. USA war es dann vor uns. Aber ey, krass wäre gewesen, wenn die Taktik von Echo Fresh wirklich funktioniert hätte, drauf zu surfen, Alter. Ja, aber ey, okay, wäre geil gewesen. Okay, ey, dann muss morgen in Stehen versuchen. Die ganze Woche an jeder. Morgen im Bock jeder am Stehen. Machen wir. Da müssen wir Grüße ausrichten an Team Türkei. Wirklich gute Idee. Gute Idee. Schlechte Umsetzung. Aber der Haussegen hängt schief. Also da gibt es Einläufe von Seiten Trödeltrupp. Da werden wir gleich nochmal nachfragen. Wunderbar. Der Frosterbock ist am Ende auf Platz 4 gelandet. Die Jungs sind schon im Shuttle auf dem Weg zum Hotel, denn das große Rennen wartet ja. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich da schlagen werden.